Die vom Transformation Hub Leitungssatz ausgerufene Robotic Challenge spiegelt eine repräsentative und sehr anspruchsvolle Aufgabenstellung aus der Bordnetzfertigung wider. Das Handling biegeschlaffer Bauteile und die Montage von Steckern. Ziel der Challenge war das Erarbeiten eines Lösungskonzepts zum robusten, automatisierten Bestücken eines Buchsengehäuses mit Leitungen mit AMP- bzw. MQS-Kontakten. Die jeweiligen Kabelquerschnitte sind 2,5 bzw. 0,35 mm Quadrat. Gemäß der Aufgabenstellung gilt es im ersten Schritt, das korrekte Buchsengehäuse zu identifizieren und die entsprechende Abgreifposition zu bestimmen. Nach anschließendem Fügen werden nacheinander mehrere Leitungen bereitgestellt, lokalisiert, gegriffen und in das Buchsengehäuse eingerückt. Das von Artemans eingereichte Konzept ist bereits seit mehreren Jahren in der Serie bewährt. Mithilfe von Sensoren und der Artemans-Software können Roboter auf Toleranzen eingehen. So lassen sich trotz der anspruchsvollen Bauteile produktionsgerechte Taktzeiten und Anlagenverfügbarkeiten erzielen. Kamerasysteme dienen dem Ausgleich größerer Prozess- und Bauteiltoleranzen. Mittels Kraft-Momentensensor bekommt der Roboter darüber hinaus das nötige Fingerspitzengefühl für den Ausgleich niederschwelliger Toleranzen. Statt dem Einsatz von neuartiger Spezialhardware setzt die Lösung von Artemans auf die Kombination industriell robuster Standardkomponenten von etablierten Herstellern. Vorteile hiervon sind unter anderem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, niedrige Lieferzeiten und ein responsiver Service. Als Bindeglied zwischen den Hardware-Komponenten kommen die Software-Tools Artemans Robot Programming Suite und Artemans Learning and Analytics for Robots zum Einsatz. Eine erste Kamera dient der Bauteilidentifikation und der Positionserkennung von oben. Sowohl Buchse als auch Leitungen fallen in das Sichtfeld des gleichen Vision-Sensors. Die Nutzung von Kraft- und Momentendaten erlaubt es, Rückschlüsse über das korrekte Fügen des Buchsengehäuses zu ziehen. So können für die Qualitätssicherung aussagekräftige Daten über jeden Fertigungsdurchlauf gesammelt und archiviert werden. Zur Ermittlung der Abgreifposition der Leitungen werden die Erkennungsergebnisse der zwei eingesetzten 2D-Kameras kombiniert. Von oben wird die Z-Koordinate gemessen, also wie weit die Leitung herausragt. Außerdem wird die Rotation um die Y-Achse bestimmt. Die zweite Kamera bestimmt dann die Position des Steckkontaktes in X und Y sowie die Rotation um Z. Die Artemans-Technologie berechnet im Anschluss die übrigen Werte und den resultierenden Greifpunkt. Die Roboterprogrammierung in Artemans RPS erfolgt mit sogenannten Templates, die entsprechend der Automatisierungsaufgabe ausgewählt werden. Das entstehende Programm kann schnell und einfach vorab in der 3D-Visualisierung getestet werden. So lassen sich etwaige Fehler früh erkennen und korrigieren. Das Herzstück ist der von Artemans RPS generierte native Code in der spezifischen Roboterprogrammiersprache des jeweiligen Herstellers. Der Programmcode wird direkt auf der Robotersteuerung ausgeführt. Die Roboterprogramme lassen sich so nahtlos in existierende Standards und Arbeitsabläufe integrieren. So kann zum Beispiel das Instandhaltungsteam in Fehlerfällen kleinere Touch-ups ganz konventionell direkt auf dem Teach-Pendant vornehmen. Sollte die berechnete Fügeposition nicht auf Anhieb funktionieren, erkennt das System dies und kann mittels taktiler Suche den Fügepunkt entsprechend korrigieren. Nach dem Greifen der Leitung besteht die Gefahr, dass sich die Position des Steckkontaktes verändert hat. Daher werden Position und Rotation neu vermessen. In der dargestellten Robotic Challenge Konfiguration können Leitungen bis zu einer Verkippung von 12 Grad verarbeitet werden. Nach jedem Einrücken erfolgt ein Zugtest, mit dem geprüft wird, ob die Leitung richtig verrastet ist. Kann eine vordefinierte Kraft von hier 5 Newton aufgebaut werden, war der Test erfolgreich. Lässt sich die Leitung beim Zugtest wieder lösen, wird diese aussortiert, da der Verrastungsmechanismus beschädigt sein könnte. Dank der automatischen Code-Generierung kann bei Bedarf auf andere Einzelkomponenten gewechselt werden.
Die Artimans-Technologie ist herstellerunabhängig und kann direkt auch Ihr konkretes Automatisierungsproblem adressieren.